Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Anti- bzw. Flex-Layout-Tutorials. Heute behandle ich die Arbeiter. Als allererstes, wenn ihr die Es gibt also keinen Arbeiterstufe Grund, hier erreicht Fenster zu habt, blasen. kann ich euch nur empfehlen, baut mehr Häuser. Baut einfach mehr Häuser. Bevor ihr überhaupt irgendwas in Angriff nehmt von den Produktionsketten, baut mehr Häuser. Ihr werdet Menschen lassen sie im hochleben. Endeffekt viele Produktionsketten freischalten, unter anderem Seife, aber baut sie noch nicht. Ich kann euch empfehlen, baut erstmal ungefähr so viele Einwohner, wie ich hier habe. Im besten Fall baut ihr sogar noch mehr. Einfach die Reihe kopieren und noch mehr reinhauen. Noch mehr, aber noch mehr Bauern bauen, damit ihr noch mehr zum Upgraden habt später. Und zwar einer der Hauptgründe ist die Seifenproduktion. Die Seifenproduktion kostet erstmal einiges und bringt auch gut an Einkommen. Aber ihr könnt mit einer Siederei am Ende 240 Häuser versorgen. Und wenn ihr hier oben drauf drückt auf die Bevölkerung oder auf Steuerung R, dann seht ihr hier, wie viele Arbeiterhäuser ich gerade habe. 73. Das heißt, ich könnte dreimal so viele Arbeiterhäuser haben und hätte die Seifenproduktion trotzdem noch nicht ausgelastet. Dementsprechend baut einfach mindestens so viele Häuser hin, wie ich hier stehen habe. Und dann seid ihr erstmal gut dabei. Dann habt ihr genug Arbeiter, um die ganzen Produktionsketten erst einmal zu bauen und nicht. Ansonsten habt ihr nämlich das Problem, dass ihr nicht genug Arbeiter habt und dann gibt es Probleme. Ihr habt dann zwar immer noch Seifenproduktion übrig, aber ihr könnt einfach die Überproduktion nehmen und shift sie hier zum guten Eli, der kauft das, ihr macht das mal gut Geld, könnt euch damit vielleicht noch ein paar coole Items kaufen und dann seid ihr erstmal gut dabei. Auch kann ich euch nur empfehlen, bei dem guten Eli vorbeizuschauen, falls ihr mit ihm spielt und nach dem Bäcker Ausschau zu halten. Denn der Bäcker ermöglicht es euch, anstelle vom Mehl das Getreide direkt zu verarbeiten in der Bäckerei, was die Produktionskette für die Brotproduktion deutlich vereinfacht. Und da es ein sehr günstiges Item ist, bietet sich das auch an, das jetzt schon zu erwerben. Normalerweise sind Items im Early Game nicht so gut, wenn man sie kauft, aber der Bäcker ist ein ziemlich starkes Item für das Geld, was er kostet. Also kaufen wir ihn mal. Danach kommt natürlich als erstes das Lehmvorkommen, was ihr erschließen solltet. Da könnt ihr hier unten auf die Lehmvorkommen klicken, dann könnt ihr durchklicken auf die Lehmvorkommen, die auf der Insel vorhanden sind. Wenn ihr eins gefunden habt, was an der Position ist, die euch gefällt, könnt ihr sie einfach bauen, indem ihr hier auf Lehmgrube bauen drückt. Als nächstes baut ihr einfach noch zwei Ziegeleien daneben und ein Lagerhaus. Und dann war es das auch schon mit der Ziegelproduktion. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann, baut das Kontor aus so schnell wie ihr könnt, denn dann bekommt ihr zusätzlichen Lagerplatz. Klappt auch nur beim Kontor, wenn ihr die Lagerhäuser aufrüstet, dann bekommt ihr keinen zusätzlichen Arbeitsplatz. Wenn ihr meinen Anfangstipp befolgt habt und genug Arbeiter gebaut habt, dann habt ihr auch garantiert schon die Brotproduktion frei. Und dann würde ich euch auch empfehlen, mit der Getreideproduktion zu beginnen, denn diese ist auch wichtig für die Silos. Das Produktionsverhältnis ist zwei Getreidefarmen auf eine Mühle auf zwei Bäckereien. Wir haben jetzt das Bäcker-Item, das heißt, die Mühle fällt weg. Ich werde also noch eine extra Getreidefarm bauen, nur um die Silos zu bedienen. Und da könnt ihr euch merken, eine Getreidefarm reicht für fünf Silos aus.
Wenn eure Getreidefarmen dann also stehen, könnt ihr erstmal eine Handelskammer platzieren, dann seht ihr ungefähr, wo der Umkreis ist. Und dann könnt ihr auch schon Bäckereien bauen. Hier ist wichtig, ihr müsst sie nicht ganz nah an den Getreidefarmen bauen. Schaut einfach, wie ihr hier seht, links, der Weg reicht nicht ganz bis zur letzten Getreidefarm. Wenn ich es hier hinbaue, reicht es allerdings. Dementsprechend werde ich das einfach so platzieren, dass es von der Reichweite her passt. Und dann baue ich die Gebäude. Achtung, der Boss. Und lade noch das Item ins Kontor mit Steuerung und draufklicken. Dann landet es direkt im Kontor. Und dann könnt ihr es auch hier auswählen schon. Und schon gehen die Bäcker in die Getreidefarm und holen sich das Getreide und verarbeiten das direkt. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Hier sieht man noch, die letzte Getreidefarm reicht gerade so bis zum Lagerhaus. Und das reicht völlig aus. Ihr braucht nicht alles zu pflastern hier mit Lagerhäusern. Da habt ihr erstmal genug. Als nächstes kommen wir zur Würstchenproduktion. Und falls ihr euch immer fragt, wie viel ihr von was braucht, drückt einfach STRG Q. Dann kommt ihr hier in das Menü. Und der untere Balken ist immer das, was ihr produziert. Und der obere das, was ihr verbraucht. Und da können wir zum Beispiel sehen, wir produzieren gerade nichts und bräuchten 1. Also haben wir minus 1. Hier können wir sehen, Brot haben wir 1. Und wir werden dann 2 produzieren, wenn die Getreideproduktion angelaufen ist. Das heißt, wir haben dann eine kleine Überproduktion. Also dahingehend passt das auch. Also brauchen wir die Wurstproduktion nur einfach, aber baut da einfach direkt 2 hin, weil ihr braucht einfach mehr. Ihr braucht mehr Bevölkerung. Ich habe nicht mal genug Bevölkerung gerade. Dementsprechend ist das nur für die Veranschaulichung erstmal. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie ich die Schweinezucht gerne baue. Ich baue die einfach gerne so seitlich hin. Und setzt dann die Felder einfach drumherum. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, da ist aber ein Feld frei. Ja, das ist richtig. Aber hier ist noch der Platz für Silo. Und hier sieht man jetzt auch, okay, das reicht nicht ganz. Das Silo kommt nicht an das Lagerhaus ran. Das ist, möchte ich nicht so. Das heißt, ich hätte da natürlich das ein bisschen näher ranbauen können. Aber ich wollte einfach nur nochmal zeigen, was diese Metzgereien zum Beispiel für eine extreme Reichweite haben. Metzgereien solltet ihr wegbauen von eurer Stadt, denn sie bringt negative Attraktivität. Und mit einem Silo schaffen wir dann 2 Metzgereien zu bedienen. Die reichen auch von der Distanz her. Die holen sich das auch direkt hier ab. Und ihr könnt es dann einfach weiterbauen, könnt hier noch mehr in die Insel reingehen, könnt hier noch eins hinbauen. Und die Metzgereien holen sich das automatisch ab. Solange ihr das Verhältnis richtig baut, sodass sich die Metzgereien dann automatisch eine Schweinezucht suchen, holen ihr das automatisch ab. Ihr macht damit das Lagerhaus, ihr überfordert das Lagerhaus damit nicht. Das ist, glaubt's mir, hab's oft genug ausprobiert. Es ist wirklich kein Problem. Als nächstes zeige ich euch die Stahlträgerproduktion und da gleiches Prinzip wie bei der Lehmgrube. Ihr könnt hier draufdrücken, um zu den verschiedensten Eisenvorkommen zu springen. Und indem ihr dann auf die Mine klickt, könnt ihr es bauen. Finde ich immer einfacher, als hier das Menü zu öffnen und dann manuell zu setzen. Dementsprechend setzen wir erstmal die Mine. Und dann schauen wir uns wieder an, was die Produktionsschritte sind. Die Produktionsverhältnisse. Also eine Eisenmine produziert alle 15 Sekunden, eine Köhlerei alle 30 Sekunden und ein Hochofen auch alle 30 Sekunden. Bedeutet, eine Eisenmine kann 2 Hochöfen bedienen und eine Köhlerei kann einen Hochofen bedienen. Dementsprechend brauchen wir 2 Köhlereien. Ich habe hier schon mal die Wege vorbereitet.
Und dazu noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr wie ich gerne die gesamte Insel nackig macht von Bäumen, alle Bäume wegholzt, damit ihr besser alles sehen könnt und es euch dann aufregt, dass wenn ihr Gebäude baut, die dann so ewig brauchen, klickt hier auf die Bauern und auf die gemäßigte Zone, nehmt die Bäume und dann seht ihr hier auch im Umkreis, wo die Köhlerei ist und baut einfach ein paar Bäume hin. Und schon fängt die Produktion an. Dann müsst ihr nicht warten, kostet ein bisschen was, ist echt nicht günstig, aber könnte schlimmer sein. Dann brauchen wir natürlich auch ein Lagerhaus, ganz klar. Und dann können wir zwei Hochöfen platzieren. Macht euch da, wie gesagt, nicht so viel Gedanken drum. Guckt einfach, dass es irgendwie passt. Wie gesagt, Anti-Layout, ne? Anti-Layout-Tutorial. Und bei Stahlträgern sehen wir, 45 Sekunden dauert es, um einen Stahlträger zu produzieren. Dementsprechend könnt ihr entweder drei Stahlwerke hinsetzen oder wenn ihr direkt auch Schiffe möglichst schnell bauen wollt, Kriegsschiffe, baut zwei Stahlwerke und zwei Kanonengießereien, weil ihr seht hier, eine Kanonengießerei braucht 1,5 Minuten, um eine Tonne Kanonen zu produzieren oder 2 Tonnen, wie auch immer. Und dementsprechend braucht ihr davon halt nochmal mehr. Aber für den Anfang könnt ihr auch erstmal weniger bauen. Müsst ihr mal eure Arbeitskraft im Auge behalten. Auch noch ganz wichtig wäre dann an Polizeiwachen zu denken, beziehungsweise logischerweise hier Köhlereien, die explodieren gerne oder brennen gerne. Dementsprechend müsst ihr das auch beachten. Und hier könnt ihr auch zum Beispiel sehen, dieser Hochofen reicht bis zu dieser Köhlerei hin und bis zur Mine. Und dieser Hochofen reicht bis zu dieser Köhlerei und auch bis zu der Mine. Das heißt, die werden sich da immer automatisch alles holen. Braucht man sich also auch keinen Kopf mehr machen. Und dann könnte man bei Bedarf dann am Ende hier noch eine Stahlträgerproduktion hinmachen. Und damit hätte man erstmal den Grundbedarf für den Anfang gedeckt. Vielleicht noch im gleichen Zug noch ein paar Wörter zur Polizeiwache. Und zwar, ihr werdet das sehen, wenn ihr anfangt, Arbeiter zu haben. Solange ihr die Polizeiwache nicht freigeschalten habt, also solange ihr keine Polizeiwache bauen könnt, werden eure Einwohner auf der Insel nicht streiken. Das heißt, ihr könnt die Arbeitsbedingungen bis ins Ermessliche bringen, eure Leute unzufrieden machen, wie ihr wollt. Solange ihr keine Polizeiwache freigeschalten habt, werden die nicht revoltieren. Als nächstes haben wir die Seifenproduktion. Da sehen wir auch wieder, Produktion ist zwei Schweinezuchten oder eine Schweinezucht mit Silo auf zwei Vasenmeistereien auf eine Siederei. Also gehe ich hin, kopiere mir die Schweinezucht. Ich mache das mal, um gleich was zu zeigen. Das Silo hat jetzt keine Anbindung zum Lagerhaus. Ich werde das nochmal verschieben, in der Hoffnung, dass es gerade so reicht. Ganz knapp nicht. Macht nichts, denn ich habe vergessen, dass ich ja eine Pflasterstraße bauen kann. Der Pflasterstraße ist die Reichweite weit genug, also setze ich das mal wieder zurück. Ich wollte ja nur was zeigen. Und zwar, wie gesagt, ihr könnt die Produktion sehr weit entfernen von der eigentlichen Tierproduktion. Ihr seht hier, bis dahin, wo es blau ist, so weit ist die Reichweite. Das heißt, ihr könnt das wirklich streuen. Ihr könnt es im Umkreis von eurer Handelskammer machen, falls ihr hier noch ein anderes Item habt, weil am Anfang, wie gesagt, man packt rein, was man kriegen kann. Deswegen, ihr könnt einfach
wo Platz ist, einfach hinbauen. Und lasst euch nicht beirren von dieser Nachricht hier. Zu viele Transporte. Laden verzögert sich. Es macht wirklich nichts. Und ich erkläre auch nochmal, wieso. In der Zeit... Oder ich fange mal anders an. Lagerhäuser haben hier nur Laderampen. Das bedeutet, dass die Karren von der Produktionsstätte aus geschickt werden und nicht vom Lager aus. Dementsprechend, eine Rampe bringt euch nur schnelleres Abladen. Warum ist Abladen irrelevant? Es ist irrelevant, weil in der Zeit, wo die Marktkarren zum Lagerhaus fahren, produziert die Schweinezucht weiter. Bedeutet, solange ihr bei euren Produktionsstätten nicht eine Warnung habt, mit Lager ist voll, braucht ihr nicht noch ein extra Lagerhaus und ihr braucht auch nicht das Lagerhaus auszubauen. Dementsprechend, diese Nachricht ist sehr irreführend, habe ich sehr lange so interpretiert, dass ich noch mehr Lagerhäuser brauche, aber braucht man nicht. Denn man sieht hier, die warten dann einfach und laden nicht ab. Und in der Zeit, wo sie darauf warten, produziert ja die Schweinezucht weiter. Das heißt, im besten Fall habt ihr es sogar effizienter, weil ihr dann nur Marktkarren losschickt, die dann irgendwie 5 Tonnen oder so zum Lagerhaus bringen und nicht wegen einer Tonne losfahren. Oder hier zum Beispiel, da fährt ja auch wegen einer Tonne los. Dementsprechend, einer der nützlichsten Tipps und der, die ich am wenigsten bisher gesehen habe, die ausgeführt wird. Die Leute bauen viel zu viele Lagerhäuser. Kommen wir zum Schluss noch zur Bierproduktion. Die schaltet ihr mit 500 Einwohnern frei. Also wenn ihr meinen Anfangstipp befolgt habt, habt ihr das auch schon lange frei und könnt damit beginnen. Meistens ist es so, dass ihr keine Fruchtbarkeit für Hopfen, oder ganz oft ist es so, dass ihr keine Fruchtbarkeit für Hopfen habt auf eurer ersten Insel. Sucht euch dementsprechend eine zweite Insel. Ihr könnt dann entweder die zweite Insel so aufbauen, könnt dann die Hopfenplantagen setzen und könnt dann per Handelsroute den Hopfen transportieren zu eurer Hauptinsel. Oder ihr sucht euch eine Insel wie hier, wo ihr Getreide und Hopfen habt, baut dann hier eure Stadt auf, baut dann dort die Bierproduktion auf und schifft es zu eurer Hauptinsel. Eine andere Möglichkeit wäre noch, fahrt zur Madame Kahina und kauft euch eine Fruchtbarkeit. Das sind jetzt Saatgüter, wie auch immer, die leider nicht so produktiv sind. Die produktiv sind, die kosten irgendwie um die 70.000. Ich habe mir das mal gekauft, damit ich das auf der Hauptinsel hier einfach anbauen kann. Dann müsst ihr das in eure Handelskammer packen, wie hier, Qualitätshopfensaatgut. Das hat dann 100% Produktivität, wenn ihr es hier im Umkreis setzt. Und damit seid ihr auch schon aus dem Schneider. Bei der Bierproduktion ist es so, wie ihr sehen könnt, die Hopfenplantage, da dauert es 1 Minute 30, um was zu produzieren. Und die Brauerei, die braucht 1 Minute. Dementsprechend braucht ihr 3 Hopfenplantagen, um auf 2 Brauereien zu kommen. Und 2 Getreidefarmen, um auf eine Melzerei zu kommen. Und die wiederum kann auch 2 Brauereien bedienen, weil sie nur 30 Sekunden braucht für einmal produzieren. Und die Brauerei braucht 1 Minute. Dementsprechend kann ich dann auch nur wieder sagen, baut die Farmen einfach hin, wie Platz ist. Ich weiß jetzt, dass ich es relativ weit hier ins Eck packen kann. Ich meine, das sind einmal 1 Felder. Ich brauche da kein Layout-Tutorial machen. Dann habt ihr nur das Problem, dass ihr am Ende 50 Lagerhäuser auf eurer Insel habt, die halt völlig überflüssig sind. Dann verschwendet ihr wertvollen Bauplatz. Also macht es einfach nicht.
So, hier diesen im Umkreis schon, das passt. Die Brauereien können dann hier hin. Die Mälzerei kann dann einfach hier hin. Und Getreidefarm kann ich einfach weiter hier zwei ausbauen. Wie gesagt, Anti-Layout oder Flex-Layout-Tutorial. Ich bin kein großer Freund von diesen Layouts, wo immer ein Lagerhaus mit drin ist, weil, ja, ich kann es nicht oft genug sagen, es verschwendet einfach Inselplatz. Ihr braucht es nicht. Ihr werdet sehen, das Lagerhaus hier reicht völlig aus für die gesamte Produktion. Und um das zu beweisen, lasse ich mal kurz das laufen und dann werdet ihr es ja sehen. Ansonsten, während wir darauf warten, kann ich noch sagen, je nachdem, auf was für eine Schwierigkeit ihr spielt, haut Polizeiwachen überall hin. Auch in der Stadt nicht vergessen, wenn ihr es auf der härtesten Schwierigkeit spielt und es in der Stadt nicht habt, ihr geht, eure Wirtschaft geht so schnell den Bach runter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf der einfachen Schwierigkeit mache ich es ganz oft nicht und warte einfach, bis irgendwo was passiert und setze dann nach Bedarf Polizeiwachen hin. Kommt dann meistens drauf an, wie meine Arbeitsbedingungen sind, wie sind die zufrieden. Auf der einfachen Schwierigkeit, wenn die zufrieden sind, da passiert sehr, sehr selten was. Dementsprechend braucht man sich da eigentlich nicht so wirklich den Kopf drum machen. Und wie ihr seht, das Lagerhaus hier, das ein Lagerhaus auf so viele Produktionsstätten. Und es reicht. Was führt sich hier zu läuft, uns? Hier ist nichts voll. Kein Lager voll. Jede Produktionsstätte hat 100% Produktivität. Hier noch nicht, weil die Produktion erstmal anlaufen muss. Also nicht gleich in die Kommentare und sagen so, ah, das ist ja überhaupt nicht wahr. Sondern warten wir mal noch einen kurzen Moment. Und dann sehen wir hier, das geht auf 100% hoch. Und die Laderampen, ihr seht hier, bis hier hinten hin, so gedruckt werden? Kann die Schlange gehen. Und dann passt das auch schon. Ich könnte hier noch mehr hinsetzen. Ich weiß nicht, wie viele Produktionsstätten ich im Endeffekt hier hinpacken könnte. Wahrscheinlich 10, die direkt ans Lagerhaus liefern. Mindestens 10. Dadurch, dass ich ja hier Zwischenschritte habe, die beiden Marktkarren gehen ja direkt an die Mälzerei, die gehen ja nicht ans Lagerhaus. Dementsprechend ist da auch wieder eine Rampe frei. Also ihr seht hier, bestes Layout ist überhaupt kein Layout zu haben, weil einfach nur ein Lagerhaus benötigt wird. Und es sieht auch noch besser aus. Gut, darüber kann man sich streiten, ob das jetzt wirklich besser aussieht, wenn man das so baut, als wenn man so ein quadratisches Layout die ganze Zeit hat. Die Entscheidung überlasse ich euch. Haut's mal in die Kommentare, wenn im Video irgendwas dabei war, was euch weitergeholfen hat. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video.